Es ist schön kühl geworden, nur noch 19 Grad. Das stimmt. Hier, habe ich noch nie gesehen. Hola, señores. Ja, seit wann ist das? Hallo. Ich weiß wieder nicht. Staub hier. Was sagst du? Das ist Nebel. Kein Staub, Mann. Nein, no, das ist Nebel, aber es ist trotzdem staubig. Schau dir meine Kleidung an, wie ich ausschaue. Ja, das stimmt, ja. Nein, ich bin Deho, das ist nicht dafür gemacht, das gute Stoff. Nein. Ja, ich war gerade bei Goldbergs, ich wollte mich hier nochmal rückversichern, ob er nicht wieder Mist erstellt, ne? So wie ich gehört habe, ist eine Einigung stattgefunden, ne? Genau. Das heißt jetzt von Ihrer Seite, wie sieht das aus, wenn ich da frage? Also, wir haben jetzt noch Tinerz im Lager bei uns und das wollte ich morgen bei den Goldbergs, weil die können ja die können das ja besser herstellen als ich. Ich habe ja so viel Verlust. Klar. Und die können ja, wir haben vor, 84 Barren herzustellen. Und ja, das muss ich mit dem Zug noch absprechen und die bekommen dann ein bisschen Geld von uns und dann machen die uns erstmal die Barren fertig. Tschüss. Alles klar. Und dann, soweit ich weiß, haben wir gestern Einigung erzielt, ab 100 Barren, der Barrenpreis ist bei $92. Ja, das ist doch mal eine 92, das ist aber ein fairer Preis. Audi. Das ist genau. Fair jetzt endlich mal, ja. Fremmer. Aber müssen wir natürlich 100 abnehmen, ne? Ja, das ist klar. Wenn sie mehr bestellen, dann kann billiger werden, klar. Genau. Also der finale Preis jetzt erstmal, wenn sie in Menge bestellen, sind $92. Genau. Da gibt es nichts einzuwenden, ich denke, ne? Nur von unserer Seite auch nicht, nein. Nein, muy bien. Ja, ich bin sehr froh. Ich meine, es ging jetzt über... Ja, fast zwei Wochen, ne, mit den Problemen. Was lange währt, wird endlich gut, oder? Ja, es ging über zwei Wochen, das stimmt. Ich bin sehr froh, wenn jetzt ist eine Einigung da, ne? Ja, das bin ich auch froh. Hallo. Also, Ihre Laden läuft auch wieder gut, ne? Naja, es fängt an, ne? Es fängt an. Also, es lief jetzt vor ein paar Tagen sehr, sehr, sehr gut, ja. Und das heißt? Wir haben Zinnerz gekauft und wir haben ja selber in der Mine gestanden und wir haben Messingbarren gemacht, knapp 50 Stück. Und also haben wir selber gemacht und dann konnten wir loslegen, ja. Und dann auch hat alles funktioniert dann mit dem Endprodukt, das zu verkaufen, ne? Das hat alles super funktioniert und wir hatten sogar schon. Ja, Freeman, was ist mit dir los? Ein verschissenes Bananenbrot. Was ist los? Ja, ich bin im Saloon. Ja, der Herr Freeman ist dick. Ah, Senior Freeman, wollen Sie noch einen Milchkaffee? Ich muss leider auch auf meine Linie achten aktuell. Ja. Man siehe ein Bananenbrot. Ey, Pendejo, das war bei mir vorher auch so, ja. Ich habe es aufgegeben. Mr. Freeman, möchtest du den Herrn Gonzales erzählen, was am Wochenende passiert ist? Was am Wochenende passiert ist? Ach so. Ja, du meinst das mit der Waffe, richtig? Ja, mit den zwei Waffen, ne? Also mit der einen. Zwei Waffen, ja. Also die eine, des Elefantentöter, haben wir verkauft. Sie haben einen Elefantentöter verkauft. Wir haben einen Elefantentöter verkauft, tatsächlich für $3,750. Am nächsten Tag kam der gleiche Kunde. Da hatte ich durch Zufall schon ein Kakano-Gewehr gebaut und der hat das für $15,000 gekauft. Was für $15,000? $15,000. Hier standen drei Leute drin, die haben sich gegenseitig hochgeboten. $15,000. Die haben sich ja gegenseitig das Geld hochgescheffelt und dann der eine hat $15,000, der hat das dann gekauft für $15,000. Ich habe gedacht, ich falle ja von der Treppe runter. Also, ja. Das Geschäft lief sehr gut. Ja, das merke ich, ne? Ich meine, gut, sie müssen natürlich durcheinander teilen, ne? Aber... Ja, das ist richtig. Das ist natürlich eine Profit, die sehr angenehm ist, ne? Gerade nach dieser längeren Durststrecke, ne? Ja, das tat sehr gut. Und von das Durststrecke, wir können natürlich in Rodes noch mehr erzählen, ne? Das ist so richtig. Nein. No, das hört sich gut an, sehr schön.
Ich habe mir vielleicht überlegt, wenn wir es tatsächlich noch schaffen, bis Samstag nochmal so ein Gewehr zu bauen oder zwei vielleicht, weil man braucht ja echt viel Leder dafür, leider, dass man daraus sich vielleicht eine Aktion macht. Ja, die Sache ist nur die, wenn Senora Alvarez mit dem Waffenladen in Annesburg da nicht mit an eine Schall sieht, dann kann der euch natürlich diese Tour versauen, ne? Was, Tito oder was? Sí, claro. Ich meine, wenn er sagt, ja klar, macht das vielleicht genauso mit einem gewissen Kontingent an diese guten Waffen, dann profitieren sie ja beide, weil er kann es ja einfach auch so verkaufen, ne? Kann er, ja, wenn er es herstellen kann. Schön, theoretisch, wenn er hat die Materialien, warum sollte er das nicht können? Er hat einen Waffenladen, ne? Ja, man muss es ja auch lernen. Sí, claro. Bis er vielleicht so weit ist mit dem mit den Lehrjahren, ne? Da haben sie natürlich noch den Vorteil, weil ich denke, sie haben alle Seiten bereits gegessen. Ich bin bei vierstellig mit zwei vorne angekommen. Ay, pendejo. No, eben deswegen. Aber trotzdem, sie sollten vielleicht im Hinterkopf behalten, was passiert, wenn er das auch kann. No? Dass ja, sie das vielleicht im Vorfeld schon miteinander sprechen und ausmachen, wie man das macht. Vielleicht sie machen Mittwochs zwei Gewehre, eher donnerstags, no? Und dann, dass man weiß, no, wer welches Kontingent anbietet. Weil ansonsten, sie werden ganz schön in die Rohre gucken, wenn sie das wollen hier verkaufen für 15.000. Und er verkauft das dann für 3.000 oder 4 oder 5. Ne? Ja, das ist richtig, aber das es würde sich ja um diese drei Waffen nur um eine Auktion handeln, ne? Also sprich, wir würden das halt mit einem Startgebot starten. Oh. Und die mitbieten möchten, können halt was drauf bieten. Es gibt nur eine Regel dabei. Die Regel ist, derjenige muss das Geld auch sofort haben. See. Wie gesagt, das Problem ist, das Maximalgebot endet aber bei dem Preis, die Alvarez an sein Gewehr hängt, weißt du? Oh! Diese... Weißt du, angenommen, er hat es im Laden liegen für 5.000 Dollar, oh, warum sollte ich bieten 5.500, ne? Ja, das ist richtig. Also ich war ja mal oben. Deswegen, da sollten Sie das ein bisschen klären, ne? Say, was wolltet Sie sagen? Ich war ja oben mal in Ennisburg. Und dann war ich da mal in seinem Waffenladen und da habe ich gesehen, dass er gewisse Waffen total unter dem Marktpreis nicht verkauft. Und da dachte ich mir so, okay, interessant, weil er war der Herr, der eigentlich immer so groß gesagt hat, die Waffen sind zu günstig. Entiendo. Also, mir ist egal, also ich möchte oben keine Waffe kaufen. Ich möchte gerade ausschießen, wenn ich um die Kurve, oder? Ja, das ist richtig. Aber eine Einigung wird sich da wahrscheinlich schon finden, aber der Herr ich habe den Herrn schon lange nicht mehr gesehen. Es ist auch gar nicht der Plan gewesen, dass wir jetzt jede Woche diese Gewehre rausfeuern, ne? Weil eigentlich nicht. Weil wir haben mit den Herrn Bombete und mit den Herrn Cooper, den zwei Jägern, da haben wir gute Leute, die da das Leder ran schaffen, aber das dauert aber halt auch. Klaro. Also bis sie da 200 Leder zusammen haben, das dauert ein bisschen. Was kann man machen? Oder wir die Messingbahn. Ne? Ja, das ist, aber es ist ja auch gut so. Ich meine, die großen Waffen, die wir dann als Aktion hier machen, das wird ja nicht jede Woche, wie gesagt, nicht jede Woche sein, sondern das, ja, je nachdem, wie es halt aussieht mit Materialien. Und ich meine, es muss auch nicht so sein, dass irgendwie kein Gefühl in der Woche oder im Monat oder so, dass dann hier alle, die genug Geld haben, mit solchen Waffen rumlaufen. Ist auch nicht der Sinn der Sache. Das war auch gar nicht unsere Absicht, dass dieses Gewehr für 15.000 Dollar zu verkaufen. Die kommen hierher zu dritt und sagen, hier, ich möchte das. Oder, ja, der Freeman steht natürlich mit diesem Gewehr da, gerade frisch gebaut. Auf einmal kamen die Leute wie die Fliegen. Das ist ganz komisch gewesen. Schön, denn doch. Die kommen ja her, bieten sich hoch und dann 15.000 Dollar. Da ist der Freeman ja fast hinter der Theke runtergeklappt.
Ja, ist doch schon, wenn du solche Wendungen jetzt hat genommen am Ende, ne? Ja, also es hat gut Geld reingebracht, aber Sie müssen auch denken, ne? 5 bis 7 Tage keine Waffen verkauft. Sehe, das ist richtig. Ja, das rettet nicht alles, aber das ist erstmal eine gute Anfang, auf den man kann aufbauen, ne? Das stimmt natürlich. Ay, muy bien. Jetzt haben wir das mit den Goldbergs geklärt. Jetzt warten wir noch auf Lieferung. Und dann, ja, dann ist doch alles in Butter. Super, ja, wie gesagt, ich war gerade bei Goldberg und er hat auch gesagt, ja, das ist jetzt geregelt, das passt. Und ja, da wollte ich nur nochmal nachfragen, nicht, dass hier wieder irgendwie 3 Seiten, 7 verschiedene Storys haben. Ja, verstehe. Nein, alles klar. Muy bien, señores, dann will ich Sie gar nicht aufhalten, ne? Sie haben bestimmt zu tun. Ich auch. Ich muss meine Cojones einsammeln. Okay. No, ich habe mir einen Hundestall gekauft, das war ein Witz. Alles klar, señores. Buenas noches, ja? Schönen Abend. Passen Sie auf sich. Hasta luego. Machen wir.